Wir haben ein PS5 News Update, denn die erste große Systemaktualisierung der PlayStation 5 ist da. Was diese bringt, erfahrt ihr jetzt. Seit dem 14. April 2021 gibt es das erste große Systemupdate der PlayStation 5. Und mit dieser Aktualisierung könnt ihr PS5-Spiele auslagern auf extern. Ihr könnt SharePlay betreiben zur PS4 und noch einiges mehr. Die Systemsoftware Version 21.01-03.00.00, das ist mal eine ausführliche Versionsnummer, hat eine Größe von 902,13 MB und wird automatisch heruntergeladen. Alternativ kommt das Update, wenn ihr beispielsweise in den PSN Store geht oder in die Systemeinstellungen. Nach dem Installieren gibt es interessanterweise auch ein Controller-Update. Aber jetzt schauen wir erstmal, was es wirklich für neue Funktionen gibt. Zunächst einmal könnt ihr installierte PS5-Spiele endlich auf eine externe Festplatte auslagern. Das ging bisher schon mit PS4-Spielen und es geht jetzt auch mit PS5-Spielen. Dazu gibt es hier beim Konsolenspeicher eben einen neuen Menüpunkt PS5-Spiele verschieben. Und da ist jetzt auch egal, ob ihr jetzt das extern auf eine HDD oder eine SSD verlagert oder auslagert. Hier kommt noch der Hinweis, und das ist eben die große Einschränkung: Die Spiele, die PS5-Spiele, sind nicht von externer Festplatte aus spielbar. Sprich, das Ganze dient mehr zum Archivieren von euren PS5-Spielen, und wenn ihr diese wieder spielen wollt, kopiert ihr sie einfach wieder zurück auf die interne SSD. Das klingt jetzt ein bisschen umständlicher, geht aber insgesamt doch schneller, als wenn ihr ein Spiel löscht und euch neu installiert bzw. neu herunterladet. Extern lauffähig sind weiterhin nur PS4-Spiele. Das heißt, das gab es ja seit Anfang an, dass ihr PS4-Spiele auch extern installieren könnt und spielen könnt. Was leider nicht möglich ist, dass ihr PS5-Spiele direkt auf eine externe Festplatte herunterladet. Das ist auch ein bisschen komisch. Ihr müsst zunächst einen Download von einem PS5-Spiel zuerst auf die interne SSD erfolgen lassen und danach könnt ihr das Ganze erst verschieben auf eine externe SSD. Ich hoffe, das wird in einem zukünftigen Update noch ein bisschen vereinfacht. Leider gibt es immer noch kein Update für den SSD-Slot. Das heißt, der interne SSD-Slot der PS5 ist weiterhin gesperrt bzw. inaktiv. Auf dieser soll ja dann in Zukunft auch eine interne SSD verbaut werden können, auf der dann auch PS5-Spiele auch lauffähig sein sollen. Jetzt müssen wir allerdings noch abwarten, weil Sony dahingehend noch keine Informationen herausgegeben hat, welche SSD man benötigt. Denn die genauen Spezifikationen, die fehlen noch, genauso wie das entsprechende Systemupdate. Da hoffe ich natürlich, dass da bald ein entsprechendes Update kommen wird. Eine weitere neue und wichtige Funktion ist SharePlay. SharePlay kennen wir schon, eigentlich schon auf der PS4 und auf der PS5. Jetzt funktioniert das Ganze aber auch generationsübergreifend. Das heißt, PS4 und PS5-Spieler können jetzt gemeinsam SharePlay nutzen. Dazu startet ihr einfach eine neue Party und einen neuen Sprachchat. Zu diesem ladet ihr eben entsprechend einen Freund ein. Dann wechselt ihr ins Control Center, geht dort auf den Sprachchat und könnt dort unter dem Menüpunkt Bildschirmfreigabe starten. Ja, die entsprechend euren Bildschirm freigeben. Dort ist die Bestätigung, Bildschirmfreigabe wurde gestartet. Und dann könnt ihr unter Bildschirm teilen das SharePlay auch starten. Und dort wählt man auch aus, für wen man das teilen will und dass man eben den Bildschirm für den Besucher freigeben will. So, und jetzt wurde die Einladung herausgegeben und dann kann die Person entsprechend bei SharePlay beitreten. Die Verbindung mit dem Gastgeber wird hergestellt. Und nun hat euer Kumpel auf der PS4 das Bild von der PS5 bei sich auf dem Schirm und ihr könnt eben zusammen spielen und eben chatten. Beziehungsweise einer spielt von euch und der andere schaut zu. Ihr könnt auch zusätzlich die Kontrolle übergeben. Also dass ihr quasi auf der PS5 seid und die Kontrolle abgebt an einen PS4-Spieler. Dazu gehen wir wieder in das Control Center unter Sprachchat und gehen auf die nächsten Menüpunkte bei Bildschirm teilen. Es gibt nämlich da auch noch weitere Optionen. Wir ändern den Spielemodus und können jetzt eben zusätzlich auch die Option wählen, Besucher spielt unter deinem Namen. Das heißt, ihr übergebt die Kontrolle an euren Kumpel, dass er auf eurer PS5 spielt, mit seinem Controller allerdings. Dazu ist allerdings eine Einschränkung, beide Benutzer müssen PS Plus dafür haben. Zusätzlich gibt es auch die Option, dass ihr mit dem Besucher zusammenspielt, das heißt, dass ihr ein Koop-Gameplay macht, quasi als ob ihr zusammen Couch-Koop betreibt, direkt vor einem Bildschirm, allerdings, dass ihr eben auseinander
seid bzw. online euch verbunden habt. Wir bleiben gleich im Control Center. Hier gibt es ja auch den Menüpunkt Game Base und hier wird einerseits die Partys aufgelistet, andererseits auch eure Freunde. Früher war die Reihenfolge vertikal, das heißt zuerst wurden Partys angezeigt und darunter die Freunde. Und das hat sich jetzt geändert, es wird jetzt nebeneinander angezeigt. Und ihr könnt da zwischen den beiden Karteireitern mit L1 und R1 auch hin und her wechseln. Das heißt, ihr könnt einfach schneller auf eure Freundesliste bzw. auf die Partys zugreifen. Auch interessant ist eine neue Option bei Ton, denn ihr könnt jetzt das Audio im Spielchat deaktivieren. Und hier heißt es, wenn du das aktivierst, kannst du die anderen Spieler nicht hören und sie können auch dich nicht hören. Also kann man das Ganze muten aktuell. Und das geht allerdings nicht für Sprachchat in Partys. Das heißt, man kann aber kurzzeitig temporär einfach ja, das Audio-Chat einfach mal abschalten. Obendrein kann man bei Partys, die man auch hier in, wie erwähnt, bei der Gamebase sieht, separat Leute entweder muten oder deren Lautstärke, deren Mikrofonlautstärke anpassen, weil es oft genug natürlich Partys gibt, wo Leute unterschiedliche Lautstärken haben, was ganz praktisch ist, dass man das dann hier einstellen kann. Außerdem hat sich noch etwas geändert beim Profil. Hier gibt es den Menüpunkt geteilt und dieser ist jetzt ein bisschen übersichtlicher. Hier könnt ihr nämlich eure bisherigen Übertragungen und öffentlichen Posts etc. anzeigen lassen, auch Screenshots, Videos etc. und die kann man jetzt eben besser ordnen. Weiter geht's in den Einstellungen. Da gab es auch einige neue kleinere Dinge, die verbessert wurden. Das erste ist zunächst, ihr könnt einstellen, welchem Spiel ihr folgt und welchem nicht. Das ist unter gespeicherte Daten und Spiele-App-Einstellungen. Und zwar der letzte Menüpunkt, Spiele, denen du folgst. Da könnt ihr jetzt eben einstellen, welchen Spielen ihr folgt und welchen nicht. Das hat natürlich den Hintergrund, dass man nicht mehr alles angezeigt bekommt, was es eben quasi an Neuigkeiten gibt. Also eure Newsfeed ist es dann nicht mehr so überladen mit vielleicht uninteressanten Spielen. Weiter zum System. Da gibt es auch einen neuen Menüpunkt auf HDMI. Dort gibt es zum einen ja schon die Geräteverbindung, die gab es ja vorher schon, aber es gibt jetzt auch den Menüpunkt One Touch Play aktivieren. Und das bedeutet, wenn ihr die PS5 einschaltet, dass sich ein mit der PS5 per HDMI verbundenes Gerät, also ein Fernseher, auch mit einschaltet. Und das ist teilweise natürlich ganz praktisch, weil ihr dann nicht separat eben euren Fernseher einschalten müsst. Umgekehrt geht das auch, wenn ihr die Ausschaltverbindung aktiviert habt, bedeutet das, wenn ihr den Fernseher ausschaltet, dass sich die PS5 mit ausschaltet. Interessant ist übrigens auch bei den Einstellungen unter Bildschirm und Video, dass ihr nun separat die 120 Hertz Ausgabe aktivieren könnt. Das ist hier ein neuer Menüpunkt. Da könnt ihr eben das eben da ausschalten und automatisch einstellen. Scheinbar haben da vielleicht einige Monitore oder Fernseher damit ein Problem. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass ihr 120 Hertz ja auch ohne HDMI 2.1 genießen könnt. Dazu gibt es ein eigenes Video hier auf diesem Kanal. Und wo wir schon bei der Videoausgabe sind, es gibt bei HDR noch einen neuen Menüpunkt, nämlich eingeschaltet, wenn unterstützt. Das heißt, dass nicht nur HDR durchgehend angeschaltet ist, sondern nur angeschaltet ist, wenn es das Spiel auch unterstützt. Weil es macht auch keinen Sinn, wenn ihr ein SDR-Spiel habt, das im HDR-Modus standardmäßig auf der PlayStation läuft. Deshalb würde ich das eigentlich auf jeden Fall aktivieren. Wir bleiben gleich bei den Einstellungen. Unter Barrierefreiheit gibt es jetzt eine Option, um die Anzeige zu zoomen, also sprich den Bildschirminhalt größer anzuzeigen. Den kann man eben aktivieren und dazu auch eine bestimmte Taste definieren. Das kommt euch vielleicht bekannt vor, das gab es auf der PS4 ja auch schon und jetzt eben das Ganze auch auf der PS5. Ich dachte eigentlich, das hätte es vorher schon gegeben, aber es ist scheinbar jetzt erst in diesem Update mit dabei. Und standardmäßig ist das eben über die PlayStation und Viereck-Taste. Dann könnt ihr zoomen und eben, wie gesagt, den Bildschirm vergrößern. Und auch wieder verkleinern. Weiter geht's zur Spielebibliothek. Dort könnt ihr ältere Spiele ausblenden in der Zwischenzeit. Was ja eigentlich oft störend ist, wenn ihr quasi, ich sage jetzt mal, ein altes Spiel habt, das nicht mehr funktioniert, eine alte Demo, die euch nicht mehr interessiert oder einfach eine überholte Version von irgendeinem Spiel. Das könnt ihr jetzt eben hier ausblenden und zwar einfach über die Options-Taste. Dort könnt ihr einfach wählen Ausblenden.
Und damit gestaltet sich eure Sammlung, eure Spielebibliothek ein bisschen übersichtlicher. Ausgeblendete Spiele findet ihr wieder unter dem Menüpunkt, wo ihr sortieren könnt, denn hier könnt ihr die ausgeblendeten Artikel wieder einblenden und zeigen. Und hier könnt ihr diese nötigenfalls auch wieder einblenden. Weiter geht's zu den Trophäen. Da hat sich auch einiges getan und ein wenig, ja, ich sag mal, mehr Komfortfunktionen haben dort jetzt Einzug gefunden. Zum einen die Viereck-Taste. Ihr könnt jetzt jederzeit eben eure Statistiken relativ übersichtlich abrufen für jedes Spiel und dort eben euren aktuellen Stand abrufen. Das Ganze gilt eben zum einen für Spiele, aber auch für einzelne Trophäen, wo ihr das Ganze auch noch sortieren könnt und entsprechend auch verbergen, beziehungsweise ihr könnt jetzt auch noch einstellen, welche Trophäen ihr als Screenshot haben wollt oder als Video und welche nicht, sprich ab welcher Wichtigkeit ihr wirklich ein Videoschnipsel davon haben wollt. Das ist allerdings ein bisschen versteckt, dazu müsst ihr in die Einstellungen rein unter Aufnahmen, Übertragungen, denn dort wurde das Ganze konfiguriert unter Trophäen und hier könnt ihr eben einstellen nun, welche Trophäenvideos wirklich gespeichert werden sollen. Ob jetzt Platin, Gold oder auch Silber-Trophäen. Genauso, das gab es eigentlich vorher schon, könnt ihr die Länge der Trophäen übrigens einstellen, der Trophäenvideos. Bei den Spielen bzw. bei dem Spiele-Hub hat sich auch etwas getan. Wenn ihr nämlich mit dem Steuerkreuz nach unten geht, seht ihr hier allerlei Infos wie Aktivitäten, offizielle Neuigkeiten, beliebte Videos, die geteilt wurden und Add-ons. Und hier sollen jetzt zusätzlich auch noch Angebote zu den entsprechenden Spielen auftauchen. Das heißt, ihr habt jetzt im Grunde alles zu einem entsprechenden Spiel auf einem Fleck, nämlich auf dem besagten Spiele-Hub. Außerdem gab es noch ein Update für die PlayStation-App, die jetzt mehr Funktionen hat. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, die werde ich mir aber nochmal genauer ansehen, weil mit der PlayStation-App könnt ihr auch in gewissen Grenzen oder zumindest eingeschränkt eure PS5 auch fernsteuern und auch Updates bzw. Spiele ziehen. Und ansonsten war es das von diesem Update. Natürlich fehlen jetzt immer noch viele, viele Funktionen, die sich die Fans wünschen. Sei es jetzt VRR, sei es eine Unterstützung vom SSD-Slot oder auch die Unterstützung von 1440p-Auflösungen. Außerdem hätte ich mir noch gewünscht, dass das Management der Spiele hier noch ein wenig intuitiver erfolgt. Zum einen natürlich, wir haben immer noch keinerlei Ordner, die wir hier anlegen können für Spiele und wir können auch keinerlei Hintergründe einstellen und ich finde nach wie vor die Spielebibliothek immer noch relativ unübersichtlich, auch wenn man jetzt eben Spiele ausblenden kann. Nichtsdestotrotz dürft ihr auch nicht vergessen, das Startjahr von der PS4, da gab es auch noch nicht so viele Funktionen und ich denke, das wird an der PS5 jetzt dann auch langsam immer besser. Und das, meine lieben Leute, das war's. Hoffentlich war es hilfreich. Ich hoffe, ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen und ein Gefällt mir. Wir sehen uns dann natürlich gerne beim nächsten PS5-Video hier auf diesem Kanal.